Warte mal. Nervt immer diese Insekten, die du überkleben hast. Echt? Was für Insekten? Ja, nee, keine Ahnung, wie irgendwelche Mücken oder irgendwelche lästigen Gesellen. Mhm. Das ist eine schöne Gegend hier, muss ich sagen. Ja, und bis jetzt zieht es wirklich einigermaßen nicht rum. Okay. Oh, da ist der Feuchtigkeit. Wow. Ja. Magisch. Der klingt aber schon schön. Ja, der ist schön stabil so, also eigentlich vom, von der Stabilität deutlich besser als so eine Quartett. Ja? Ja. Cool. Aber da gehe ich eigentlich davon aus, dass hier der Overquad und das Neo sich deutlich auch bei Wind, ich bin mal bei stärkerem Wind geflogen. Ja. Aber das Quartett Z30-Video von Texel, das ist ja eigentlich nur verwackelt, ne? Auf Texel hat es natürlich immer Wind. Ja. Aber ich denke mal, mit dem hier wird das deutlich besser gehen dann. Jetzt merke ich die Insekten. Ja. Also hier habe ich ziemliche Bildschirme. Ja? Ja. Du siehst es mit dem 600er, ne? Ja, ja. Ah, komisch. Kommt das vielleicht von anderen Komponenten oder so? Ich fliege ja mit meinem 250er. Ja, eben, das wundert mich. Also. Ey, die fliegt echt super. Oh, geht weg. Was ich halt hier nur drauf habe, ist diese buckelige T-Fan. Ja, aber die macht eigentlich dafür ganz schön coole Aufnahmen. Ja, aber die hat noch kräftige Schwingungen, also Jello hat die massiv drauf. Aha. Und die GoPro muss ich sehr weit vorne setzen und das ist dieses GFK-Plättchen. Ja. Und das schwingt wie Sau. Ne? Ach so. Aber das ist nicht wirklich schön gemacht. Deswegen, da erhoffe ich mir von dem Overquad deutlich Verbesserungen. Auch dein Netz, der hat ja die gleiche. Das wird die gleiche Geometrie. Ne? Genau. Da kann man sich auch dann relativ leicht über der Quadrix Z wieder mit den Werten austauschen. Ne? Genau. Das ist echt ganz cool. Also das scheint doch langsam unsere Richtung zu ziehen. Ja, ich glaube auch. Gerade. Boah, Störung. Wow. Das kann, glaubst du, das kann auch im Wetter liegen? Keine Ahnung. Sieht das in der Nähe, oder? Ja, yes, ich glaube schon. Oder ist deiner eingeschaltet? Meiner ist so eingeschaltet. Warte mal, ich fliege mal raus und man muss mal gucken, ob... Nee, wenn du fliegen willst, dann... Nee, ich hole den jetzt mal raus. Ach, weil du bist mit deinem eingeschaltet eben an meinen Empfänger hier gekommen. Ja, ich bin näher gekommen. Das wird natürlich einiges erklären. Ja. Warte mal, ich hole den mal raus. Ja, doch. Raus. Nee, pass auf, wenn du jetzt... Hast du einen neuen Akku reingemacht? Nee, ich habe noch keinen. Ich wollte jetzt erstmal hier bei dir gucken. Nee, dann ist klar, weil du warst eben irgendwie 5 Meter hin. Ja, ich war sehr nah an deiner Station. Genau. Das ist mir auch dann aufgefallen. Das aber gleich gemerkt, da haut es dann doch ein. Und jetzt? Jetzt ist super. Cool. Auch wenn du weiter wegfliegst. Ja, da wo ich vorhin, hier hatte ich vorhin schon Störungen. Ja. Aber das ist ja auch klar, ich meine, das ist ja wieder diese Signal-Ausabstand-Geschichte. Meiner ist ganz weit weg, deiner ist ganz nah dran. Ja, ja. Aber wenn wir beide fliegen, dürfte das kein Problem sein. So, ne? Solange wir weiter auseinander sitzen, ne, haben wir eben getestet. Genau, klar, wenn dann natürlich der eine bei dem anderen ganz nah vorbeifliegt, während der ganz weit weg ist, dann ist das eine Störung. Aber damit kann man umgehen. Schöne Gegend hier. Ja, das ist cool. Ja, und du hast ja auch relativ viel Platz hier. Ja. Fällt mir sehr gut. Orientierung ist auch hervorragend, weil es ist alles sehr markant. Aha. Ja, mir gefällt die auch. Also habe ich schon recht viel Spaß gehabt. Also hast du noch Akkus, ne? Ich habe noch Akkus, ja. Weil ich habe jetzt noch für 5 Minuten, sag ich mal. Dann ja, schmeiß mal den nächsten rein. Dann können wir was zusammenziehen. Leg es mal auf einen. Warte mal, wo ist er denn? Ja.
Ich habe jetzt mal Teil wieder an. Ja, das Einfetten, das war wie bei dir eben auch. Das genau. Stark. Das ist irgendwie ziemlich heftig, aber jetzt geht's wieder. Das sind die eingebauten Thunderfilter. Genau. So, dann nehme ich dich mal auf gleich. Ich nehme dich gerade die andere Seite auf. Boah, kommt die Scheiße näher. Ja. Jetzt ist er an. Nee, stopp nicht. Dann hau rein. Hast du den Blick? Ja. Okay, ist doch relativ heftig, muss ich sagen. Die Störung? Ja, kommt drauf an. Weil sie voneinander entfernt sind. Ja, das bin ich woanders. Immer noch? Jetzt gerade nicht so. Ich bleib jetzt mal im rechten Teil hier bei den Bäumchen. Also rechts von unter Blickrichtung. Genau. Dann bleib ich so mehr bei der Hütte. Okay. Ja, ich glaube, sobald wir es wieder mit den beiden auf 600 Milliwatt, dann müssen wir es hinhauen. Ja. Das ist ja im Grunde eine abgeschwächtere Variante von der 100er Geschichte von dir damals. Genau. Und dann guck mal, der eine halt auf 7, der andere auf 1, dann sind wir so weit genau. Weg wie möglich. Das hat ja eigentlich ganz wunderbar geklappt. Genau. Ein Geräusch ist, als würde an deinem Frame irgendwas vibrieren, ein bisschen, ne? Ja, ich habe eher das Gefühl, dass es wieder von einem Motor oder von einem Propeller kommt. Ja, also irgendwie ist das wohl nicht, ne? Das mache ich mal, auch mal checken. Bitte? Was passiert das? Ja, ne? Coole Gegend. Wenn du mal bei den Bäumen chasen willst, sagst du Bescheid. Bei den Bäumen meint ihr jetzt rechts, oder? Genau, von uns aus gesehen. Ja, muss es sein. Aber wenn du mal die andere Ecke willst, dann sagst du Bescheid. du hast keine Probleme irgendwie mit Störung? Ne, bisher nicht. Also meine haut da mit den 600 wahrscheinlich doch ziemlich keinen Platz. Wahrscheinlich, wenn du jetzt direkt über meiner Ground Station fliegen würdest, dann wird es wahrscheinlich, aber so, kein Problem. Wahrscheinlich könntest du, während ich hier bei der Hütte bleibe, also ich kann noch, ja, so 200 mA habe ich noch. Mhm. Ja, können wir bei der nächsten Akkugeschichte mal machen. Dann fliege ich so bei der Hütte. Ja. Und du guckst halt mal, wie nah du rankommst. Okay. Gute Idee. Und du kannst ja dann jederzeit, während ich bei der Hütte schwebe, einfach umkehren, wenn es gefickt genau. wird. Dann kennen wir ungefähr so die Ecke, die wir nicht sehen. Die Frage ist, wenn ich jetzt landen muss und mach das relativ nah hier bei mir, dann hau ich bei dir wahrscheinlich rein. Wo kann ja auch was näher kommen oder so. Oder ich lande ein bisschen nach unten auf dem Weg. Ja, brauchst du nicht. Warte, ich guck mal. Das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, das jetzt mal zu testen. Bist du relativ nah? Ich bin jetzt nur noch 25 Meter entfernt. Okay. Und bei dir? Ich höre dich auch. Sieht es gut aus bei dir? Bei mir sieht es auch gut aus, ja. Ah, ich sehe dich von hinten kommen.
schalte ich mal meines aus. Ich kann noch relativ nahe.